Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und hab ich wieder für euch in The Wolfchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir über ein Event in The Wolfchen bekommen können. Und zwar habe ich mir das mittlerweile erspielt. Das ist einmal die Maschinenverteidigungseinheit 1-11. Und dieses Mount können wir uns in der zweiten Zone in die schallenden Tiefen uns holen. Und zwar hier in Gundagatz auf den Koordinaten 47, 32. Dort gibt es ein Weekly Event und zwar schimpft sich das Erweckung der Maschinen. Und dafür müssen wir einmal hier mit dem Kollegen sprechen, mit dem Sprecher Kuldas. Und bei dem können wir dann das Event hier starten. Darin ist es einfach so, dass wir verschiedenste Wellen an Mobs besiegen müssen. Und wenn ihr dann quasi 20 Wellen besiegt habt, gibt es hier einen Haufen Kisten. Und in der mittleren Kiste kann das Mount dann drin sein. Also das ist quasi die größte, die es für die 20 Wellen gibt. Laut WoW Head hat das Mount eine 20%ige Drop-Chance. Da sind aber die Werte anscheinend ein bisschen verfälscht, da es ganz am Anfang anscheinend eine sehr, sehr hohe Chance hatte und mittlerweile das Ganze angepasst wird. Ich habe tatsächlich über 30 Tries gebraucht, also ich habe da mit einigen Chars das die Woche gefarmt, jetzt gegen Ende sogar mit 8 Chars pro Woche und konnte jetzt endlich mein eigen nennen hier. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns das Ding mal an und schauen uns auch das Mount Special an. Jetzt schauen wir mal, also Maschinen, da haben wir es, Verteidigungseinheit. Wenn ihr das übrigens sinnig farmen wollt, dann nehmt alle Level 80er, die ihr habt, fliegt einmal hier runter, meldet euch an, macht die Wellen, das dauert so 5 bis 10 Minuten, schaut in die Kiste, nächster Char, ne? Also wie gesagt, einmal die Woche könnt ihr das mit einem Max-Level-Char machen. Und ja, dann schauen wir uns das Ding mal an. Also das ist so ein Panzergedönse, beziehungsweise so ein Mecha-Suit, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt schauen wir uns auch das Mount-Special an. Ah, Moment, das ist ein Flugmount. Mount Special. Okay, er klopft sich so auf die Brust und schießt einmal. Okay, also das hat dasselbe Mount Special wie das Mount, das wir über M Plus bekommen. Ist ganz cool soweit. Jetzt schauen wir mal, fliegen kann es tatsächlich auch. Ja, hat was tatsächlich. Es gibt von der Variante auch noch zwei weitere. Die können wir uns jetzt auch nochmal angucken. Und zwar haben wir den Moltenverprügler. Das ist der hier. Den gibt es über Ingenieurskunst. Der ist jetzt halt in Grau bzw. Gold gehalten. Und dann gibt es noch einen, der in der Instanz droppt im Steingewölbe. Und der ist hier komplett Grau-Silber, würde ich jetzt mal sagen. Sieht auch recht cool aus. Die anderen beiden, da bin ich noch dran. Und ja, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Mount Guide. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr es vielleicht bei dem einen oder anderen Char drin habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele Tries ihr gebraucht habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, um so vielleicht die Drop-Chance ein bisschen besser einzugrenzen, weil das, was auf WoW Head steht, scheint nicht ganz so der Wirklichkeit zu entsprechen. Zumindest aktuell. Gut, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.